Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinem zweiten Teil der aktuellen Bücherregaltour. Heute kümmern wir uns um das große Bücherregal, wo ja doch einiges mehr Platz irgendwie ist als im Kleinen, das ihr schon gesehen habt. Und ich denke auch, dass wir hier einfach Fach für Fach vorgehen werden. Das Regal ist schon uralt, ja, und bietet einfach unglaublichen Platz. Ich habe auch einige Fächer rausgenommen, kleinere Fächer eingefügt und ja, so steht das in meinem Wohnzimmer. Ja, um den unteren Teil werden wir uns nicht groß kümmern. Da stehen noch ein paar DVDs und Fotoalben. Und ja, ich denke, wir starten einfach wieder Fach für Fach. Zum einen ziert dieses Regal ja ein wunderschönes Zitat, was ich super, super schön finde. Ich habe das auch schon vor Ewigkeiten mal irgendwo bestellt. Fragt mich bitte nicht mehr wo, aber ich fand das einfach schön und passte einfach für mich perfekt zum Bücherregal. Ja, das erste ja, Regalfach kümmert sich um Tolkien, um Mittelerde, um Herr der Ringe. Das Regal habe ich euch schon mal Ende letzten Jahres ja, sehr konkret gezeigt. Ich verlinke euch das Video auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Ich würde jetzt hier einfach nur ganz kurz durchgehen. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Neuzugang in irgendeiner Art und Weise dabei und ja, denke, man kann hier einfach mal so ein bisschen die Sammlung auf sich wirken lassen. Wie ihr seht, habe ich auch nur einen Funko, nämlich Samwise Gamgee. Und das ist einfach mein Lieblingscharakter aus der Buchreihe. Ich bin ein absoluter Fan. Ich liebe ihn. Und in meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall die Frau von Samwise. Und ja, man darf ja ein bisschen träumen. Ja, ansonsten habe ich hier diese kleinen eisernen Figuren stehen, die es mal irgendwann bei der Verfilmung in so einem Magazin gab. Hier habe ich einige rumstehen, auch zweimal einen Gandalf. Und ja, deswegen, ja, fände ich es irgendwie schade, wenn ich die ausmisten würde, um sie durch Funkos zu ersetzen. Die finde ich eigentlich auch ganz schön. Aber natürlich darf hier, ja, Samwise natürlich nicht fehlen. Auch das nächste Regal sozusagen oben habe ich euch im letzten Jahr gezeigt, nämlich als ich Harry Potter gereadet habe, habe ich auch so ein Regaltour dazu gemacht. Ich könnte sein, dass jetzt noch der ein oder andere Funko dazugekommen ist. Hier ist die, ja, Sammlung doch ein bisschen größer, was die Funkos angeht. Und ja, ich finde das sehr schön. Es werden auch noch nicht alle Funkos sein, die bei mir einziehen aus dieser Welt, aber ja, so nach und nach kann da natürlich ein bisschen was kommen. Das Bild ist aus der illustrierten Ausgabe von Teil 1, der Schmuckausgabe von Harry Potter. Das habe ich mir einfach ja, rauskopiert und habe es in den Rahmen gepackt, weil ich Harry da einfach so toll darauf finde. Ich finde ihn so getroffen und ja, finde es einfach super, super schön. Und hier habe ich dann auch noch ein Lesezeichen mit einem Zitat von Albus Dumbledore und natürlich auch die DVDs und ja, auch das Video packe ich euch einfach mal unten in die Infobox. Wer Lust hat, schaut sich da einfach mal gerne um. Dann kommen wir zum George R. R. Martin Regal. Ich glaube, groß anders kann man das auch gar nicht nennen. Bin ja noch gar nicht so lange infiziert. Bei mir begann ja, glaube ich, alles im Winter, Dezember 2015. Ja, mit der Serie, die ich angestartet habe, als ich mit Grippe im Bett lag und mein Papa dann kurz vor Weihnachten noch los musste, um mir Staffel 2 und 3 besorgen musste an, also wirklich, ich glaube, am 24. Dezember. Und ja, dann auch noch ganz toll lief gerade zur Silvesterzeit und Neujahr die 5. Staffel. Und ja, seitdem bin ich infiziert. Fragt mich nicht, wie ich so lange irgendwie um diese Reihe herumgekommen bin. Ja, wer weiß, kann ich irgendwie nicht mehr so richtig sagen. Hier oben habe ich mal eine Postkarte geschenkt bekommen. Das ist ein Zitat von George R. R. Martin. Also ja, ein Leser lebt 1000 Leben, bevor er stirbt. Ein normaler Mensch ja sozusagen nur sein eigenes. Ja, ich habe hier ja, Eddard Stark, einen meiner Lieblinge aus der Serie und der Reihe, als Funko. Das ist auch theoretisch der einzige richtige Funko. Hier rechts habe ich noch einen kleinen Jon Snow, den habe ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und hier sind zwei Sammelbänder, in denen George R. R. Martin zusammen mit Gardner Dozois, wie auch immer wir ihn aussprechen, ja, 20 Kurzromane veröffentlicht hat. Sehr interessant finde ich, dass das bei unterschiedlichen Verlagen geschehen ist. Einmal bei Blanc Vallée und einmal bei Penhaligon. Ist natürlich alles Random House, aber okay. Königin in Exil, ja,
befasst sich mit eher weiblichen Hauptcharakteren, während der Bruder des Königs sich eher um männliche kümmert oder sich darum dreht. Und ja, es sind ganz unterschiedliche Autoren darin versammelt. Ich habe, glaube ich, bisher nur einen der beiden Sammelbänder gelesen, war aber sehr angetan. Und ich glaube, der zweite Sammelband muss in diesem Jahr einfach gelesen werden. Dann natürlich alle bisher erschienenen Staffeln auf DVD. Dann habe ich hier ganz unten das Westeros-Buch, was ich wirklich großartig fand. Jeder, der ja verschiedenste Hintergrundinfos möchte, sollte sich das unbedingt zulegen. Darüber ist so ein PM History, das ist, glaube ich, 16 erschienen. Da geht es um die Vorbilder von Game of Thrones. Darüber ist ein Ausmalbuch, oder? Ja. Ich glaube, ja. Das Lied von Eis und Feuer. In dem war es mir aber tatsächlich immer zu schade, darin auszumalen. Dann von Ars Edition ein Schattenwolf zum eigentlichen Nachbauen. Könnte man sich dann an die Wand hängen. Da sind aber so viele dran verzweifelt, dass ich mir das mal für einen sehr musigen Moment aufgehoben habe, den es bisher halt einfach noch nicht gab. Darüber zwei Bücher, die nicht direkt von George R. R. Martin sind, aber eben ähnlich wie bei Tolkien findet sich natürlich Nebenliteratur. Einmal Winter is Coming und die Sieben Königslande von Westeros. Das Buch von Daniel Bedridge ist eher wie ein Reiseführer zu verstehen, fand ich sehr cool. Um so ein bisschen daneben zu gehen, wir haben hier auch noch die Witze und Weisheiten des Tyrion Lannisters, wo man einfach Zitate von Tyrion hat. Ja, rechts haben wir die Traumlieder, erster Teil, das ist ja eher so ein bisschen Science-Fiction, weil Martin ja eher bekannt war für seine Science-Fiction-Geschichten, leider noch nicht gelesen, habe ich aber noch vor. Daneben Nightflyers, darüber habe ich mich ja ein bisschen geärgert. Ich glaube Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, dass Nightflyers eigentlich, glaube ich, in Traumlieder 2 enthalten ist, das aber nirgendwo stand. Und man für den gleichen Preis, ich glaube 2-3 Euro Unterschied, hätte man eben auch Traumlieder kaufen können. Aber gut. The Song of Ice and Fire, ich habe sie mir ja in Englisch besorgt, als ich den Drang danach hatte oder ihn verspürte, es zu lesen. Und der Schuber ist relativ günstig. Ich glaube immer sowas um die 25 Euro bei Thalia. Und ich habe das Englisch sehr, sehr, sehr genossen, muss ich ganz klar sagen. Und werde auch weiterhin auf Englisch lesen. Dann haben wir hier noch das Lied des Eisdrachen. Eine sehr, sehr schöne Kindergeschichte, hat mir unglaublich gut gefallen. Und der Heckenritter von Westeros, das spielt ja 100 Jahre vor dem das Lied von Eis und Feuer. Ist aber eben auch nicht abgeschlossen. Bisher 3 von wohl auch 5 bis 6 Büchern, sind ja eher Novellen, nicht ganz so dick. Und da bin ich noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich damit wirklich anfange oder erst anfange, wann es weitergeht. Geht es vielleicht überhaupt weiter? Man weiß es einfach nicht bei Martin. Und aber ich finde doch eine schöne Sammlung. Dann ein Regal, das irgendwie sehr gemischt ist von gelesenen und ungelesenen Büchern. Wir starten hier unten mit Margaret Atwood, der Report der Markt. Ein großartiger, düsterer Science-Fiction-Roman, der wirklich die Dystopie schlechthin ist. Darüber 2 Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, die ich letztes Jahr in Münster mitgenommen habe. Katzenaugen und die Unmöglichkeit der Nähe. Darüber ein geschenktes Buch, was ich tatsächlich immer mal in die Hand nehme und lesen möchte, aber es dann doch nicht dazu komme. Und zwar Lockout. Da geht es natürlich so ein bisschen darum, sich auf das Offline-Leben sozusagen zu konzentrieren. Carlos Ruiz Zafón, Der Schatten des Windes, auch ein Buch, was schon viel, viel, viel zu lange eigentlich auf meinem Sub liegt. Der Weg des Künstlers, finde ich zu Teilen interessant, weswegen ich es gekauft habe. Es verändert aber wohl manche Menschen. Und bis ich nicht bereit bin für diese Veränderung, möchte ich nicht so richtig zu dem Buch greifen. Der Schatzsucher von Fabian Karl, letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse mitgenommen, als er auch signiert hat, noch nicht gelesen. Das Buch habe ich geschenkt bekommen von Marina Abramovic, Durch Mauern gehen. Wir haben hier ja eine, ich sage jetzt mal, Extremkünstlerin. Super, super spannend, möchte ich zeitnah lesen. Und Autonom von Annalena Newitz, ein Buch, das ich gelesen habe und sehr, sehr mochte. Und was wirklich ein ganz toller Science-Fiction-Roman ist. So, mal ein bisschen anders hinstellen. Ja, wir starten von oben mit Eragon, Christopher Paolini, die Neuausgabe. Habe ich mir dieses Jahr mitgenommen und ja, ich habe tatsächlich Eragon noch nicht gelesen. Es waren sehr viele darüber irritiert und deswegen dürfte das Buch jetzt in der Neuauflage einfach mit. Auch noch nicht gelesen von Bernard Cornwell, Narren und Sterbliche. Da geht es ja irgendwie um den Bruder von Shakespeare.
Ich weiß auch noch nicht, warum das ungelesen da steht, aber ja, jetzt habe ich es mir in Erinnerung gerufen. Dann kommt meine Laura Newman-Sammlung mit Jonah, Coherent, Unter 1 und 2 der Nachtsonne. Und ja, ich habe es damals total verpasst, mir den dritten Band noch zu holen in der Erstauflage, also in dem ersten Coverdesign. Deswegen wird diese ja, Reihe sozusagen unvollständig im Regal sein, weil ich hier ja auch die E-Books gelesen habe. Dann, ja, eins meiner Lieblingsbücher von Julia Drosten, Die schwarze Taube von Siwa. Hier sind wir ja in Ägypten unterwegs und das war wirklich ein ganz, ganz toller historischer Roman zu Zeiten, als man auch, ja, Mumien wirklich als, oder Mumien zeigen als Event hatte. Darunter zwei Bücher von Michel Schrenk, Kein Horizont ohne Licht und Der Zauber des ersten Schnees. Ich bin ein großer Fan der Bücher von Michel Schrenk, mag ihren Schreibstil wirklich unglaublich gerne. Auch ihre sehr gefühlvollen Bücher, ja, sehr, sehr schön. Und ganz darunter findet sich Der erste Sonnenstrahl. Und das ist, ja, das Buch von meiner Schwester. Das ist so ein bisschen Jugend-High-Fantasy mit einer Prise, ja, Romantik, kann man das so sagen? Ja, ich glaube schon. Auch ein sehr buntes Regal. Ja, wie man sieht, so richtig Ordnung herrschen in meinem Regal nicht. Es ist schon alles relativ so nach meinem System sortiert. Hier haben wir ja auch wieder eine schöne Mischung. Ganz rechts haben wir vier Badewannenbücher oder Wannenbücher, die mir ja vom lieben Jens zur Verfügung gestellt wurden. Ich habe da, glaube ich, insgesamt 6, 7, die aber jetzt auch einfach so ein bisschen im Freundeskreis mal wandern. Dann habe ich von Daphne du Maurier Rebecca. Das Buch muss demnächst unbedingt mal gelesen werden. Dann von Huxleys Schöne neue Welt. Ja, der Science-Fiction-Roman mit 1984, glaube ich, schlechthin. Dann meine liebsten drei Dan Simmons. Das sind wirklich so die Highlight-Simmons, die ich wirklich großartig fand. Alle anderen habe ich dann eben auch einfach wieder aussortiert. Darüber liegt Konklave, was wir ja dieses Jahr auch gelesen haben. Und darauf würde eigentlich Intrige lesen, das gerade aber ja in Benutzung ist und deswegen auch nicht ja, im Grunde hier jetzt liegen kann. Dann von Bernhard Hennen hatte ich geschenkt bekommen die Chroniken von Azur, den ersten Teil. Sogar so eine Special Edition, wo mit blauem Buchschnitt, glaube ich. Genau. Und ja, irgendwie hatte ich das geschenkt bekommen von einem lieben Freund und habe aber nicht dazu gegriffen. Und ich glaube, jetzt erscheint auch bald der dritte Teil und dann werde ich es wahrscheinlich so in einem wegsuchten. Auch der Sommerdrache ist tatsächlich noch nicht gelesen und ich frage mich auch, warum. Aber es ist bald wieder Sommer und dann wird das Buch, denke ich, auch einfach passen. Dann habe ich ja, von einer lieben Freundin abgestaubt, als sie ausgemistet hat, A Young World von Chris Weitz, Die Clans von New York. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Jugenddystopie. Dann von Samantha Shannon, The Bone Seasons, Die Träumerin, ist irgendwann mal total gehypt worden, habe ich mir mal gebraucht bestellt. Auch Gwendel war letztes Jahr total in aller Munde, musste bei mir einziehen, wurde aber noch nicht gelesen. Und hier seht ihr den ersten Teil von Mystic City. Auch ein Buch, was ich von der lieben Freundin bekommen habe, als sie ausgemistet habe. Hier habe ich sogar die ganze Trilogie bekommen. Die anderen zwei Teile stehen dahinter. Eben einfach mal Band 1 lesen und dann wird geguckt. Ich bin aber sehr, sehr gespannt und denke auf jeden Fall, dass die gesuppten Bücher hier dann auch zeitnah gelesen werden. Hier habe ich dann meine Lichterbox stehen mit ja, einem meiner liebsten Gedanken, nämlich das Meer im Herzen. Und ja, hier sieht man dann uns vier Kingsianer. Letztes Jahr lagen wir hier in einer Wiese gemeinsam vor dem Brandenburger Tor. Nein, vor dem Reichstag war die Wiese, genau. Und ja, als wir unterwegs waren mit Hugendubel, ja, jetzt starten wir einfach hier mit ja, wieder so einer Mischung an Büchern. Oben begonnen mit Harlan Coben, Ich finde dich. Es liegt deswegen oben, weil es der Gewinner des Mai-Leseklubs Buch ist und dann ja auch bald gelesen wird. Darunter Ihr tötet mich nicht, auch ein Thriller und dann auch Chris Carter, I'm Death, der Todmacher, habe ich von einer ja, Arbeitskollegin geschenkt bekommen mit dem Kommentar, du liest ja Stephen King, schaust The Walking Dead, mein Mann war es zu viel, für dich wird es passen. Ja, so ist das. Ja, dann noch ein Harlan Coben, Ich vermisse dich. Das ist dann, glaube ich, auch der letzte, den ich auf dem aktuellen Sub habe. Ich habe von Harlan Coben, glaube ich, schon drei Thriller gelesen, die mir alle unglaublich gut gefallen haben. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass es auf Netflix eine Serie von Harlan Coben gibt oder einen Film.
Dann House Sitter von Andreas Winkelmann habe ich mit Suse im letzten Jahr, glaube ich, getauscht, wenn ich mich recht erinnere. Er klang sehr, sehr spannend, muss in diesem Jahr auch gelesen werden. Escape Room von Chris McGeorge hatte ich gewonnen bei Lovely Books und es klang mega spannend, wenn es halt um Escape Rooms geht und man das mag und spannend findet, aber es hatte dann doch den ein oder anderen schlechten Bewertungen und irgendwie hat es mich da nicht so rangezogen. Dann zwei sehr alte Dean Koontz, wie immer wir ihn aussprechen wollen, Unheil über der Stadt und Das Haus der Angst. Und ich habe früher sehr gerne den Autor gelesen und das sind die letzten zwei Bücher, die bei meiner Mama sozusagen im Regal stehen, die ich von ihm noch nicht gelesen habe, die ich mir in Anführungszeichen ausgeliehen habe, um mich einfach dran zu erinnern, dass ich die noch lesen möchte. Also die stehen theoretisch gleich bei meiner Mama im Regal, auch neben Stephen King. Und darunter von John 12 Hawks, Traveler, ein Riesenband, hat glaube ich alle drei oder vier Geschichten, die es gibt, in einem umfasst. Als ich mir das, glaube ich, mal gebraucht besorgt habe, hatte ich nicht geahnt, dass es so ein Wälzer ist. Nichts gegen lange Geschichten oder Wälzer, aber ja, es schreckt schon so ein bisschen ab. Aber ich denke, es ist eine Zeitreisegeschichte, dass das genau mein Ding sein könnte. Dann von Petra Hammesfahr an einem Tag im November. Das ist, glaube ich, das mit dem Fahrrad vorne drauf. Ja, von Petra Hammesfahr war ja inspiriert The Sinner, die erste Staffel. Und dementsprechend wollte ich dann auch einfach mal ein Buch der Autorin lesen. Habe ich noch nicht getan. Dann gebraucht ist bei mir eingezogen, ja, im Grunde Fackeln im Sturm von John Jakes. Alle drei Bände. Ich habe die früher mal gelesen, so als Jugendliche mit 18, 19 aus der Bücherei ausgeliehen und habe mir die jetzt eben auch gebraucht, besorgt. Leider ist gerade der oberste Band nicht wirklich sehr gut gewesen. Also die Bücher waren, glaube ich, gut bis sehr gut. Die Erben Kains waren jetzt nicht so... ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mit den Titeln im Deutschen nicht so richtig warm werde, aber naja. Dann eins meiner liebsten australischen Bücher sind die Dornenvögel. Und ich bin auch ein großer Fan von Colleen McCulloch. Ich habe noch drei, vier andere Bücher von ihr gelesen. Die spielen ja immer so ein bisschen im australischen Outback. Und auch Dornenvögel ist natürlich bekannt, auch durch die Verfilmung. Aber die Verfilmung ist an mancher Stelle schon ein bisschen... das Buch ist einfach doch ein bisschen anders, tiefgründiger und nicht ganz so schnulzig. Aber ich mag dieses australische Feeling. Dann zwei der Bücher von Anne Rice, die ich habe, Der Fürst der Finsternis und Interview mit einem Vampir. Beide Bücher liebe ich abgöttisch. Ich habe auch noch die Königin der Verdammten. Das ist aber, glaube ich, unten bei meinen Eltern, also bei meiner Mama im Regal. Mir wäre wirklich mal sehr wieder nach einem erwachseneren Vampirroman. Twilight hat für mich da ja einiges kaputt gemacht, gerade der glitzernde Edward Cullen. Dann konnte ich ja lange nicht mehr so richtig was mit Vampiren anfangen. Dann kam hier so ein bisschen True Blood, was zumindest in der ersten Staffel cool war, aber mir wäre mal wieder nach Vampir und vielleicht greife ich einfach mal zu der bekannten Reihe. Und dann eins meiner wohl meistgelesenen und meist rumgekommensten Bücher ist The Beach von Alex Garland. Ich glaube, zu dem Buch muss man gar nicht mehr viel sagen. Ist auch verfilmt mit Leo DiCaprio. Nicht so ganz gut für meinen Geschmack verfilmt, aber ja, dieser Backpacker, der hier nach Thailand kommt und ins Paradies sich vermeintlich begibt und dann aber merkt, irgendwie so richtig, mega spannend und holt einen gefühlt immer wieder auf die Erde zurück. War in jedem meiner Urlaube, seitdem ich das habe, dabei, also locker die letzten 18, 20 Jahre und wurde immer am Strand gelesen. Mit einer Ausnahme, in meinem letzten Ägyptenurlaub habe ich ja nur so 1,5, 2 Bücher gelesen. Da habe ich dann tatsächlich eher Neues gelesen, hatte es aber dabei. Dementsprechend ist es wirklich das Buch, das am meisten bei mir rumgekommen ist. Direkt darunter befindet sich dann so ein bisschen DVDs und auch noch Fotoalben und auch die DVDs gehen einfach hier weiter. Die waren ursprünglich mal in einem anderen Kästchen, das ich aber sonst relativ ausgemistet habe und dann durften die DVDs einfach ins Bücherregal umziehen und
Wie man sieht, geht das ja ganz gut aus, weil ich ja doch wirklich sehr viele Bücher auch ausgemistet habe, um mich ja so ein bisschen auf die Highlight-Bücher im Regal zu konzentrieren. Und dann sind wir auch schon im letzten Regal dieses Regals angekommen und auch hier ist alles ein bisschen bunt gemischt. Wir starten mit Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten von Becky Chambers, ein absolutes Highlight an Science Fiction und ja, Band 2 ist auch schon bei mir eingezogen, muss unbedingt demnächst auch gelesen werden. Dann ein Jugendbuch, was auch so ein bisschen in die Nachapokalypse geht. Die Welt, wie wir sie kannten, wo es ja, glaube ich, auf einmal kein Wasser mehr gibt, war eine Empfehlung von der lieben Diana, ist dann gebraucht bei mir eingezogen. Dann so ein bisschen Märchenhaftes, Das letzte Einhorn, Alice im Wunderland, Peter Pan, Die unendliche Geschichte und die geheime Bibliothek des Thaddäus, Tillmann Trutz. Oh mein Gott, was für ein Name. Ja, eher so die Kinderbücher, sage ich mal, die ich unglaublich liebe. Das sind so meine Favoriten, zu denen ich immer mal wieder greife, die ich wirklich sehr liebe. Besonders auch die Peter Pan-Ausgabe ist wirklich wunderschön. Und wir haben hier unten ja auch die Legenden von Phantasien. Da hatte ich auch nochmal zwei andere hier gehabt und gelesen. Die hatten mich nicht ganz so überzeugt. Aber ja, dieser Tillmann Trutz ist ja der Vorgänger sozusagen von dem, der Bastian die unendliche Geschichte gibt. Das ist der Koriander. Koriander, wie auch immer. Ja, dann kommt von Corinna Bohmann ein Weihnachtsbuch, eine wundersame Weihnachtsreise, letztes Jahr beim Weihnachtsgeschenkewichteln bekommen. Bin letztes Jahr aber nicht mehr dazu gekommen, habe ich mir für dieses Jahr auf den Winter-Weihnachtssub sozusagen gelegt. Dann ein absolutes Highlightbuch von Gavin Extens, das unerhörte Leben des Alex Woods. Oder warum das Universum keinen Plan hat. Es war ein grandioses Buch über einen Jungen, der eine Gehirnverletzung hat, weil ihn ein Meteor, glaube ich, getroffen hat. Und der irgendwann mal mit Asche in einer Urne auf dem Beifahrersitz gefunden wird und seine Geschichte erzählt. Großartig, kann ich absolut nur empfehlen. Dann zwei Bücher von Philipp Vandenberg, einmal die Sixtinische Verschwörung und der König von Luxor. Zwei Empfehlungen von Thorsten, denen ich jetzt unbedingt mal nachgeben muss und lesen muss. Dann die unvollendete, ich weiß gar nicht mehr, wann die bei mir eingezogen ist, aber leider noch auf dem Sub, auch Operation JFK. Wir hatten hier von Riley und Brandt den ersten Teil gelesen, da ging es um Jack the Ripper und wollten schon ewig dieses Buch gemeinsam lesen. Ich glaube, wir müssen uns für dieses Jahr einfach eintakten. Dann von Markus Sakai die Abnormen. Das Buch habe ich mir letztes Jahr zugelegt, als ich sein neues Werk gelesen und geliebt habe. Dann Horror Stör, ein Thriller-Horrorbuch. Hier geht es irgendwie so ein bisschen um einen sehr bekannten schwedischen Möbelladen oder so ein bisschen ähnlich. Das Buch ist auch so aufgemacht wie ein Katalog dieser Firma. Dann ein Fotografienbuch Lost Places, in dem ich auch schon geblättert habe. Ist auch irgendwie, glaube ich, ein Lesezeichen drin. Gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Und von Stephen Hawking die illustrierte kurze Geschichte der Zeit. Ich habe schon einiges von Stephen Hawking gelesen und freue mich hier auf die illustrierte Ausgabe. Dann habe ich hier noch mitgenommen, letztes Jahr in Münster, Der Stein der Kelten, einfach weil mich diese schottischen Legenden sehr, sehr ansprechen und ich mir das einfach zugesagt hat. Dann habe ich hier die Schreib-Challenge von der lieben Tingabeere, habe ich glaube ich vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre, gelesen. Dann eine Fahne sozusagen von Gabriela Engelmann, Sommerwind durfte ich vorab lesen, habe ich mich mega gefreut. Und hier im Hintergrund, werdet ihr nicht sehen, ich schiebe mal das Keltenbuch weg, ist meine Shakespeare-Sammlung, für die es in anderer Form erstmal hier keinen Platz groß gegeben hat, aber ich das demnächst auch mal noch ändern muss. Und hier ist noch so ein Katzen-Klick-Training-Buch, was ich mir einfach mal zugelegt hatte. Und nun habt ihr auch mein zweites Bücherregal in voller Gänze sozusagen gesehen. Ich hoffe, dass euch auch dieses Video ein bisschen Spaß gebracht hat, dass es euch unterhalten hat. Vielleicht habt ihr ja auch eins meiner Subbücher bereits gelesen und wollt davon schwärmen, dann macht das gerne in die Kommentare. Das Video zum ersten Bücherregal oder zum kleinen Bücherregal findet ihr unten in der Infobox. Guckt da auch mal gerne vorbei und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.